Guten Morgen, ihr Hübschen da draußen. Es ist Samstag, wir haben jetzt 8.25 Uhr. Wir haben uns soweit alle fertig gemacht. Dominik und Lamir sind Brötchen holen. Joanna guckt gerade nach dem Carlos, der liegt da schön und guckt nach links und nach rechts und ist wach. Und der Quentin hat auch gerade Futter gekriegt. Spülmaschine ist ausgeräumt und wieder neu eingeräumt direkt. So ist der morgendliche... Die morgendliche Routine hier. Erstmal Spülmaschine, okay. Hund, Tier, Katze, Maus. Und uns natürlich auch. Und dann frühstücken wir gleich schön, ne? Mhm. Ja. Joanna möchte gerne irgendwo auf so ein Reitturnier, weil ihre Freundin ihr das gestern erzählt hat, dass das wohl heute irgendwo ist. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich heute irgendwo ist und ob sie ihr noch antwortet. Sie hat ihr gestern Abend schon geschrieben, beziehungsweise der Mutter. Aber bis jetzt haben wir noch keine Rückantwort gekriegt. Wahrscheinlich hat sie es zu spät gelesen und wollte dann nicht mehr antworten. Und dann gucken wir mal, was uns ansteht. Gartenarbeit auf jeden Fall. Die Sonne scheint nämlich schön. Und ja, jetzt wird der Nachbar auch Brötchen holen, glaube ich. Und ansonsten, genau, heute Abend zum Grillen sind wir ja. We don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hey. Dominik ist fleißig. Er war jetzt bemüht. Er nimmt Gestalt an. Ja, oder es? Es nimmt Gestalt an. Ja, ich war jetzt gerade oben, hab den Carlos gestillt. Und jetzt ist er eingeschlafen. Bäumchen gemacht. Und jetzt schläft er oben. Jetzt wollte ich Dominik hier ein bisschen helfen. Ich habe gerade das Internet geplättet. Hab ich gesehen. Gucken, ob es wieder geht. Nee. Geht nicht. Hast du kaputt gemacht? Kein Internet, keine Videos. Was hast du gemacht? Oh oh. Oh oh. Ich habe den gerade wieder reingesteckt. Kann sein, dass der dich noch hochfährt hier. Hoffen wir mal, der Beste. Wenn jetzt halt das Babyphone kommt, dass ich den Carlos immer schön hören kann. Ich habe es bestellt. Gucken, ob es heute kommt. Wann habe ich es denn bestellt? Gestern? Nee, heute Morgen. Heute habe ich es bestellt. Ich habe es in den Warenkorb gepackt, schon vor ein paar Tagen. Habe vergessen, auf Bestellung zu klicken. Jetzt habe ich es bestellt und wird es wahrscheinlich erst Montag oder Dienstag da sein. Ja, kein Internet. Kein Leben mehr! Gott! Ja, mach ich nochmal aus und an. Ach, da ist der Joani. Hallo. Joani-Lein. Dann gehe ich mal nach oben, damit die Kleinen dann von oben alleine sind. So, ihr Hübschen, unten steht soweit alles. Ich werde es euch gleich auf jeden Fall zeigen. Ich bin jetzt aber wieder hier oben. Dominik und Joanna fahren jetzt ins Studio, denn der Dominik hat sich auch noch was gekauft für sein Studio, für sein Playmobil-Zimmer da hinten und wird das jetzt da aufbauen. Joanna möchte mit, die möchte ein bisschen Playmobil spielen. Und der Carlos, der schläft. Und hat ein kleines Fotoshooting gemacht. Der Carlos ist nämlich ein Monat alt, seit Donnerstag schon. Aber ich habe vergessen, ein Bild zu machen für Insta und für uns. Und ja, da schläft der kleine Mann. Süßer Fratz. Ich schläfe. Süß. Mein kleiner Prinz. Der kleine Prinz schläft. Der große König macht sich jetzt ein Brot und geht dann weiter aufbauen. Wollte denn jetzt heute auch schon einer kommen, wegen dem Schreibtisch, hattest du ja gesagt? Der hat mir gerade geschrieben. Kommt doch nicht. Der kommt doch nicht, der wollte ja nicht um 14 Uhr kommen. Aber die haben keinen Anhänger mehr gekriegt. Ach so, okay. Jetzt aber Montag kommen können. Ja, jetzt ist es ja eh abgebaut, ne? So, meine Hübschen, ich habe jetzt den Lamir ins Bett gebracht, den macht Mittagsschlaf. Carlos wird langsam wieder wach. Und gerade kam die Post an.
ich habe für den Carlos ein paar Oberteile bestellt mit Langarm. In Größe 62, weil die ganzen Sachen in 56 passen denen nicht wirklich mehr. Und die sind alle an den Ärmeln viel zu kurz, deswegen habe ich ein paar neue Sachen geholt. Einmal hier so ein Pullover, voll süß, von Name It, Größe 62. Nur ein dünner Longsleeve, ist sehr schön. Wird ihm ein Ticken zu groß sein, beziehungsweise zu breit, aber besser ein bisschen zu locker als zu eng. Das mag ich nicht so, wenn das zu eng ist bei den Kleinen. Dann einmal diesen Pulli hier, den fand ich so schön. Der passt super gut, hätte ich auch selber nähen können, ich weiß. Aber ja, weil ich nicht wusste, wie ich so zum Nähen komme und so. Aber jetzt habe ich hier unten meinen schönen Platz und kann dann abends dahin, ohne hier abends so laut zu sein, immer hin und her zu rennen. Passt das total gut zu der Hose, die ich dem genäht habe. Ich habe ihn ja, habe ich euch ja gezeigt, Hosen genäht für ihn. Und zwar auch eine so Maritim-Muster mit Bötchen drauf und Ankern und alles Mögliche. Und das passt auf jeden Fall super gut auf die Hose. Ist echt schön. Und auch so mit so Holzoptik-Knöpfen, finde ich besonders schön. Dann noch ein schlichtes, da steht einfach nur drauf, Good Vibes. Finde ich auch voll schön. Und ein bisschen was Cooleres für den Boy. California Skate mit einem Skateboard drauf. Auch sehr schön. Ja. Alles so schlicht gehalten, damit es zu den ganzen bunten Hosen passt. Diese bunten Oberteile, die man so kaufen kann, die finde ich nicht so schön. Also ich habe nichts gegen bunt anzuziehen, auf gar keinen Fall. Das wisst ihr ja auch. Aber dann nähe ich das lieber selber. Da finde ich die Stoffe wesentlich schöner. Manche Sachen, die zu kaufen sind, so bunt sind, die finde ich teilweise ein bisschen übertrieben kitschig. Die sind wirklich nicht so schön. Aber wenn man die selber näht, hat man auf jeden Fall mehr Auswahl, also schönere Auswahl, habe ich immer das Gefühl. Aber es ist ja alles Geschmackssache. Jetzt hat er 1, 2, 3, 4 neue und ein paar hatte ich ja eh schon in 62 und dann müsste das erstmal ausreichen. Und T-Shirts werde ich ihm dann nähen und wenn er so richtig heiß ist, ziehe ich ihm sowieso nur einen kurzarmigen Body an. Jetzt wird er wach. Hallo? Hallo, Putzelchen? Wir waren immer noch nicht im Keller. Ich habe jetzt gerade ein paar Sachen in den Keller geräumt. Und man will gar nicht glauben, wie viel Platz Nähgedöns einnimmt. Wenn man alles auspackt, in allen Ecken was findet, was hier immer rumstand, das ist der Wahnsinn. Das ist der totale Wahnsinn. So, zurückschicken werden wir es nicht. Man kann das schon mal weg, das ist die Rechnung. Dann mache ich hier alles ab. Jetzt habe ich schon dunkle Wäsche angemacht. Hätte der nicht irgendwie 10 Minuten früher kommen können, dann hätte ich das in die dunkle Wäsche mit einpacken können. Naja. So, hier sind wir. Tada! Seht ihr mal, wie viel Platz man doch braucht? Das ist Wahnsinn, ne? Das ist hier meine... Ja, fangen wir mal hier an. Hier habe ich auf jeden Fall eine Gardinenstange, also zwei Stück, wenn ich was aufhängen möchte. Auch von der Wäsche und so, weil da ist Waschecke. Und hier habe ich erstmal das Bügelbrett hingestellt, damit ich da nicht immer so viel Platz wegnehme im Flur vom Keller. Hier habe ich hier diese Camp-Snaps und Zangen und was man nicht alles braucht. Ich muss auf jeden Fall noch irgendwie Ordnung schaffen. Mir fehlt auf jeden Fall hier unten so ein, gibt es da von Ikea, dieses Schubladenelement. Die Joanna hat, glaube ich, auch um eins das Kind. Das glaube ich, jeder Mensch hat das, glaube ich, zu Hause in Deutschland. Diese Schubladen-Dings von Ikea. Dann habe ich hier meine Nähmaschine. Das ist die vom Bazaar. Dann ist hier mein Overlock. Da sind hier meine zwei Nähbücher. Eins ist da, das nehmen wir mal von hier weg. So. Und stellen das mal auch hier hin. Das gehört hier alles so zusammen. So, drei Stück. Dann habe ich hier so ein Klappchen, weil ich oben stehen hatte. Das muss ich noch alles sortieren. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar schöne Körbchen oder so, wo ich jetzt alles reinpacken kann. Das ist Joannas Nähmaschine. Die haben wir auch einfach mal mit hier runtergestellt, damit die im Zimmer ein bisschen mehr Platz hat. Das ist Papier unten. Zum Drucken von E-Books, Ausdrucken von Schnittmustern und hier oben ist meine ganze Plotterfolie, die ich so habe. Hier ist mein Plotter, dann habe ich hier noch ein paar Schnittmuster, die ich noch zusammenkleben muss. Und hier ist meine Schneidematte, da möchte ich aber auf jeden Fall eine größere haben. Und hier sind meine ganzen fertigen Schnittmuster, die ich in letzter Zeit so genäht habe. Und die habe ich jetzt hier hingetan. Und da unten habe ich einmal eine Tasche für meine Nähmaschine. Da sind da meine ganzen Schnittmuster drin. Und dort ist übrigens von Joanna, ist das ihr, wie heißt das denn? Für die Kissen, ihr Innenzeug für die Kissen. Wenn ihr einen super duper geilen Trick habt, um Schnittmuster
aufzubewahren. Bitte sagt es mir. Ich habe noch nicht den ultimativen Super-GAU an E-Books zur Seite legen, sortieren, irgendwas gefunden, aufbewahren. Ich hatte die sonst halt immer in sowas hier, in so Klarsichtfolien, aber sind die immer so verknickt und alles. Dann hatte ich mal gelesen, so Klopapierrollen, die einfach hier reinzurollen. Das ist bis jetzt so die beste Lösung, die ich hatte, die mir gefällt. Ich schreibe dann immer oben drauf, was das ist auf die Rolle und dann rolle ich das ein und dann habe ich die alle so in der Kiste. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also aber ansonsten, falls jemand noch eine bessere hat, hier habe ich vergessen aufzuschreiben. Ja, aber irgendwann werden die auch verknickt und sowas alles. Also wie gesagt, wenn ihr ultimativen Tipp habt, her damit. Und hier habe ich halt die die Stoffteile, die Schnitte, die ich noch nähen muss, diese kurzen Hosen für Lamier, die habe ich jetzt immer nicht mehr geschafft, hatte ich euch ja erzählt. Da haben ganz viele gefragt, was das für ein Schnittmuster ist, weil es sehr kostenlos ist. Es ist das Schnittmuster. Ich hoffe, ich denke dran, das unten zu verlinken. Das ist das Schnittmuster. Kurze Pumphose von Liebstes. www.liebstes oder googeln. Googelt einfach Liebstes kurze Pumphose und dann bekommt ihr Schnittmuster kostenlos. Ja, das ist das. Ich hoffe, ich denke dran, das zu verlinken. Das packen wir auch mal hier hin. So. Und ja, wie gesagt, hier liegen halt diese zwei Hosen, die ich noch nehmen muss. Und für den Carlos habe ich hier noch ein Pullover, den ich nehmen wollte, aus diesem Stoff hier. Mit dem Bündchen, das muss ich dann auch noch nähen. Aber da alles schon ordentlich zugeschnitten ist und hier liegt, bin ich damit wahrscheinlich auch recht schnell fertig. Mal gucken, ob ich das vielleicht heute Abend mache. Ja, das ist hier meine Nähecke. Noch nicht ganz fertig, noch nicht perfekt. Aber es tut sich was. Das ist ein Nähkoffer, Nähtruhe. Die habe ich von der Oma vom Dominik geerbt. Von der Uroma von den Kindern. Der Opa Adi ist ja gestorben und dann habe ich die halt dann gekriegt. Und die steht jetzt hier unten. Das auf jeden Fall, werde ich hier noch richtig schön hinstellen, irgendwo, damit die nicht so unterm Tisch untergeht. Und ja, hier müssen wir noch zu Ende aufräumen. Staubsauger steht auch hier. Ich wollte erst einen Teppich hier hinlegen, weil das natürlich jetzt nicht so optimal super schön aussieht. Aber wenn ich hier nähe, muss ich andauernd den Staubsauger runterbringen, um zu saugen, wenn ich einen Teppich habe. Da kann ich ja nicht fegen. Und deswegen denke ich mal, werde ich das einfach so lassen. Mich stört es jetzt nicht so extrem. Der Dominik meinte, man könnte den Boden auch streichen. Aber ach, sieht das nicht schön aus? Ich liebe es. Auf jeden Fall viel zu nähen, damit das alles mal wegkommt. Es darf nicht mehr werden. Es muss weniger werden. Pfui, pfui, pfui. Und bald fangen die Stoffmärkte alle an. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier übrigens so einen Stoff. Ich weiß nicht, kennen bestimmt viele. Musselin. Das sind wie so Spucktücher. Die sind ein ganz weicher Stoff. Und gerade für den Sommer. Und morgen soll es ja super heiß werden. Vielleicht nähe ich Carlos nochmal davon eine Pumphose. Mal gucken, wie ich heute Abend drauf bin. Wie lange das da dauert. So, und jetzt muss ich aber wieder nach oben, weil der Kleine oben alleine ist. So. Waschmaschine läuft. Trockner läuft. Dann gehen wir mal nach oben. So, ihr Lieben, der Carlos und ich haben uns da draußen verkrümelt. Ich bin ein bisschen unruhig jetzt. Ich habe den zwar gefüttert, der ist satt, aber der meckert ein bisschen. Ich weiß nicht, ob dem da ein Pups quer sitzt oder so. Aber jetzt wird er langsam ruhiger. Und ist dabei einzuschlafen. Im Hintergrund hört ihr dieses schöne... Wie nennt man die Dinger eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Windspiel, genau, Windspiele. Was ich bei Ikea gekauft habe. Das macht richtig schöne Atmosphäre. Schön, schöne... Och, jetzt bist du wieder am meckern. Was ist los hier? Ist ja gut, Schatzi. Hm? Ja, was für ein Nuss. Du bist satt. Hä? Ja, Lamir schläft noch und wir haben jetzt 4 Uhr. Gleich in einer halben Stunde müssen wir los. Zum Sommerfest. Und die Joanna hat gesagt, dass sie eigentlich keine Lust hat mitzukommen. Ja. Wir müssen aber dahin, wenn die Joanna keine Lust hat. Da muss sie bei Oma anrufen, ob sie da hin darf. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie da hin kann. Hä? Kleiner? Und Opa ist Tennis spielen, ne? Ja, mein Schatz. Hm? Hört ihr das?
I see the light.